So, hallo meine Freunde auf Maverick TV. Der Onkel war nach langer, langer Zeit mal wieder bei Kaufland, Freunde. Einkaufen für 17,04 € und wir machen daraus eine Folge, eine Einkaufsfolge plus eine Kochfolge. Nachdem ich euch den Einkauf gezeigt habe, werde ich zu Mittag kochen und euch dann dieses schöne Gericht präsentieren. Und zwar habe ich gekauft Cocktailtomaten, Freunde, für den Salat, für den Mittagssalat. Paar schöne Brötchen. Ja, 1688. Freunde, der Jute für die guten Stollen. So, dann einen Eisbergsalat. Der sieht, muss ich sagen, ehrlich gesagt, nicht mehr so toll aus. Deswegen war er wahrscheinlich auch ein bisschen runtergesetzt, ne? Aber das macht nichts. Einfach die ersten Blätter abreißen und dann ist die Mitte auf jeden Fall noch heil und ganz und okay. Für Salat, liebe Kräuterdressing, Freunde, zwei Tütchen hier davon. Dann wird es guten Putenschnitzel wird es geben, Freunde. Hier fixe Schnitzel, Hot Barbecue. So. Dann den guten Cheddar, kräftig würzig. Der ist auf jeden Fall nice, der Käse. Ziemlich happig im Preis, ne? Denn 2,99 ist auf jeden Fall nicht wenig für so ein kleines Stückchen hier, für so eine Ecke. Aber der schmeckt optimal. Und für den Salat hier noch Patros Feta aus griechischer Schafsmilch. Mild würzig für 1,99. Zum Dessert wird es Hanuta geben. Und jetzt würde ich mal sagen, ran an die Arbeit. Und wir machen Putenschnitzel mit einem schönen Schafskäse-Salatus. Bis gleich. So, meine Freunde. Jetzt machen wir schön Putenschnitzel mit einem schönen Schafskäsesalat. Viel Spaß dabei auf Maverick TV. So, Freunde, als erstes buttern wir mal ein bisschen Öl hier. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Nicht übertreiben. Bisschen auf die Bratpfanne. So, Freunde, und für unseren Schafskäsesalat brauchen wir natürlich Schafskäse from Griechenland. Ein paar schöne Cherry-Tomaten, ne? Schön klein, saftig. Da ist der, die 1,99 sind da gut investiert, ne? Denn wenn man die billigen Wassertomaten aus Holland kauft, die sind da, ja, im Geschmack nicht so toll, ne? Und der schöne Eisbergsalat, wie ich immer sage, die ersten zwei Blätter schön abziehen, ne? Denn die sind schon alt, verfault und schmecken nicht. Weg damit und nur das Beste vom Besten, Freunde. Und jetzt schneiden wir das alles jetzt mal erstmal in schöne kleine Würfel. Ja, meine lieben Freunde, da haben wir den guten Barbecue, schnellen im Putenschnitzel, ne? Dann machen wir das gute Ding hier auf und pfeffern jetzt mal schön das Fleisch hier, uiuiuiui, auf die Pfanne, Freunde. Schön, schön raufbuttern. Ganz leicht hier reinpfeffern und dann schön die Seiten wechseln, ne? Ja, da geht noch einer. Komm, komm. Und der Hunger ist groß. Können wir richtig hier raufbuttern. So, Freunde. Dann schauen wir mal ein paar Minuten, wie es dann aussieht, ne? So, meine lieben Freunde.
Schöne Putenschnitzel hier. Ich habe hier noch ein paar Stückchen dazugegeben. Langsam nimmt der Farbe an, Freunde. Ja, drehen wir das gute Stückchen hier auch nochmal. Das wird ein schmackhaftes Abendessen hier auf Maverick TV. Ja, Freunde, das braucht noch ein bisschen. Schauen wir mal, was mit dem Salat ist. So, Freunde, die Tomaten, wie ihr sehen könnt, schön geviertelt, ne? Der Käse, jetzt wird er noch so paar Mal schön geschnitten, Freunde. Also kleine Würfelchen ungefähr in dieser Größe dann bestehen bleiben. Ich habe noch ein bisschen Gurke reingebuttert. Die schneide ich dann vielleicht auch noch so in der Hälfte durch, damit es genau richtig in den Mund passt, Freunde. Ne? Den Eisbergsalat werde ich auch noch mal stückeln und dann schauen wir uns das mal gleich alles zusammen an, wie es gemischt in einer Schüssel aussieht. So, meine Freunde, der Eisbergsalat schön drinnen, ne? Jetzt kommen schön die Tomaten da drauf, Freunde. Schön die Tomaten. Schön mit Gefühl, ne? Immer schön, 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 schön. Ja, Freunde, jetzt sind alle Komponenten drinnen, ne? Schafskäse, schön die Gurke, Tomate, unten der Eisbergsalat. Jetzt kommt das Dressing obendrauf mit Öl. Das machen wir gleich. Vielleicht noch ein bisschen Limettensaft. Jetzt schon, Freunde, einfach ein bisschen Limette drauf, was euch so unter die Hand kommt, einfach reinbuttern, damit es ein bisschen nass wird, Freunde. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr von Vorteil. Jetzt gucken wir uns nochmal das Fleisch an. Ja, 1A, ne? Die Farbe, die hat jetzt zugenommen. Die wird ja schon goldig hier. Goldig, ja. Schon sehr saftig. Saftige Stückchen hier, Freunde. Die haben sich gut entwickelt in der Bratpfanne, muss man sagen. Haben gut an Farbe und an Saft zugenommen. Ja, also die Entwicklung ist super. Noch ein bisschen reifen lassen und dann ist es schon mundfertig, Freunde. So, Freunde, jetzt noch ein bisschen Öl hier auf unserem Salat rein. Und jetzt kommt noch das Dressing. So, Freunde, da benutze ich jetzt das Kräuterdressing hier von Salatliebe. Kräuterdressing. Zwei so eine Tüten werden jetzt hier reingebuttert, Freunde. So, Freunde, der Salat ist 1A fertig, ne? Jetzt mische ich den nochmal hier durch und mache ihn auf jeden Fall servierbereit. Aber der sieht schon sehr, sehr schmackhaft aus, ne? Und würde dann mal sagen, wir sehen uns dann gleich, wenn der Teller essbereit dann zur Verfügung steht, ne? So, Freunde, da haben wir das schöne Putenschnitzel mit dem wunderschönen Schafskäse, Multikulti-Salatos. Das wird sich der Onkel jetzt gönnen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht es nach, dann habt ihr genauso viel Power und Erfolg wie der Onkel Maverick. In diesem Sinne noch einen schönen Sonntag. Peace out!